Die Konsole ist abgeschaltet. Was haben wir denn hier? Elizabeth und Travis Tate. Oh Mann! Ich sag's dir, Liz. Nach der Nummer musst du mich lieben. Ich habe mir vorgestellt, wie die Farsinus-Trottel diese falsche Gaia öffnen. Und ich dachte, dass sie wissen müssen, dass sie von uns kommt. Das ist kein Streich, Travis. Ich habe nur einige Avatare gescriptet. Was von dir, was von mir. Um unsere Botschaft persönlicher zu machen. Kannst du sie einfach schicken? Sobald sie kompiliert wurde, dann sollten wir beide feiern. Ich habe Partyutensilien dabei, Pizzarollen, Absinth und ein paar Foodbags. Sobald wir hier fertig sind, gehe ich zu Bryce zurück. Ich bin verwirrt, Liz. Wie kann jemand wie du, fast schon eine Heilige, die Welt so sehr lieben, aber alle darauf hassen? Ich meine, hast du überhaupt Freunde? Kompilation abgeschlossen. Datei wertloses Versprechen bereit für Übertragung. Erweist du mir die Ehre? Logikbombe gezündet. Ab geht's, ihr Farsi-Spinner. Sei einfach weiter der Beste in deinem Feld, Travis. Ich bewundere dich aus der Ferne, Liz. Ich schwöre es auf Mamas Grab. Und sie war religiös. Travis lag falsch. Elizabeth wollte dem Leben eine Zukunft sichern. Ihr lagen alle am Herzen. Na, ich weiß nicht. Die Außergewöhnlichen gehen einen einsamen Weg, Aloy. Wie wir beide sehr gut wissen. Noch eine Platte, die ich aufziehen könnte. Ich muss höher klettern, um ranzukommen. Von hier aus komme ich mit dem Zugwerfer wohl nicht ran. Ich muss springen. Springen geht nicht. Aber wenn ich gleite... Weiterer Teil der Anlage. Das sehe ich mir mal an. Ich sollte rübergleiten können.
Noch eine versperrte Tür. Was ist mit der Konsole daneben? Da sind Daten von Travis Tate. Hier wurde jede Menge Malware produziert, bevor Zero Dawn übernahm. Die Konsole hängt mit der Tür zusammen. Man braucht irgendeinen Code, um diese zu öffnen. Also. Da ist die Tür. Ich komme näher. Okay, das war das überflutete Labyrinth. Geschafft. Identity-Scan wird durchgeführt. Genetisches Profil bestätigt. Guten Tag, Dr. Sobek. Möchten Sie Einsiedlerspinne aktivieren? Möchte ich. Aktivierung. Okay, wird hochgefahren. Das klingt gar nicht gut. Scheint instabil. Und sehr schwer. Pass auf. Wenigstens habe ich Strom. Und es gibt hier Daten. Anscheinend ist diese Einsiedlerspinne ein Testapparat für Gaia und Hades. Ich sollte mir das Zugriffsfeld anschauen. Ja, leg los. Okay, diese runden Kapseln sind wohl Speichereinheiten.
Eine mit Hades-Backups, die andere mit Gaia-Backups. Worauf wartest du noch? Hades ist unten, aber der Gaia-Behälter klemmt. Dann entklemm ihn eben. Ganz stabil. Hoffentlich hast du es nicht beschädigt. Da es jetzt unten ist, sollte ich auf die Kapsel zugreifen können. Sogar. Ich habe mir langsam Sorgen gemacht. Datenfußabdruck gering. 98% Speicher? Das kann nicht stimmen. Gaia war eine Superintelligenz. Man kann nicht erwarten... Psst. Die Kopie ist nicht komplett? Nein. Eher ein Samen, aus dem Gaia wachsen könnte, wenn sie Unterfunktionen für eine heuristische Matrix hätte. Also ist das nutzlos? Ich fürchte, ja. Ohne Unterfunktion. Ah! Aloy, du hast alles gegeben. Wofür? Für nichts? Vielleicht ist die Rettung der Welt für eine Person zu groß. Selbst für dich. Warte. Ohne Unterfunktionen ist sie nutzlos, aber es gibt Unterfunktionen. Da draußen! Die ursprünglichen. Die verstreut wurden, als Gaia sich hochgejagt hat? Die können überall sein. Du wirst sie nicht rechtzeitig finden. Selbst wenn, hat das Signal sie mutieren lassen wie Hades. Du weißt gar nichts. Sicher weiß ich. Viel sogar. Wenn es klappt. Ah. Der Versuch war's. Du hast Minerva. Aber keine Verbindung. Nicht weit. Die Berge westlich von Rheinklang. Nah genug, um sie zu holen. Ich hatte gehofft, alle Unterfunktionen zu finden. Aber eine ist immerhin ein Anfang. Genau. Stellst du Minerva wieder her, kann man damit Gaias heuristische Matrix auslösen. Und ist sie bei Bewusstsein, sucht sie mit mir die anderen Unterfunktionen. Ich sammle sie ein. Und baue sie Stück für Stück wieder auf. Sehr clever. Glaubst du noch, ich kann die Welt nicht alleine retten? Ah, naja. Also das. Warnung, Eindringlinge, Warnung. Aloy, du musst genau zuhören. Die Eindringlinge wollen genau dasselbe wie du. Gaia ist neu geboren, daher sind sie hier. Freunde von dir? Nein. Sie kennen mich nicht. Der Datenimpuls, den ich übertrug und der auf ein mögliches Gaia-Backup hier hinwies, war anonym. Sie sind sehr mächtig, aber sie werden dir nicht wehtun. Nicht, wenn sie sehen, wer du bist, was du bist. Ein Klon von Elizabeth Sobeck, ein genetischer Schlüssel zum Neustart von Gaia und dem Aufbau des Systems. Sie brauchen dich. Ich hab dich gewarnt, Silence. Akzeptiere doch einfach das Unvermeidliche. Öffne die Luke. Zuerst rette ich Gaia und die Welt. Dann suche und vernichte ich dich. Ich versuche dir hier zu helfen. Belausch mich mal damit. So. Neuer Fokus ohne Spyware. Okay. Denk nach. Denk. Mir egal, wie mächtig die sind. Diese Luke da kann allein ich öffnen. Aber finde ich einen anderen Weg raus? Das Wasser hat eine Strömung. Schwach, aber vielleicht ein Weg raus. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt gewährt. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Ja.
entsprechend. Petra? Haben wir es? Fantastisch. Kam der Impuls denn von hier? Hat jemand... Stimmt was nicht? Mist! Phantome, Peter! Tja, hast du eine Ahnung, was ein Klon von Elisabeth Sobeck hier will? Vielleicht war es Gaia, als es sich zerstörte, eine letzte Hoffnung für das System. Das klingt gar nicht gut. Nee, nein, danke. Verzichte. Aber die Erfindung... Nein, schon genug Probleme. Eric! Ja? Wie wär's mit ein wenig Downsizing? Sicher. Was, wenn sie den Impuls schickte? Dann war das töricht von ihr. Aber wir haben, was wir wollten. Setzen wir es ein. In VR töte ich ständig. Aber dieses Zittern, wenn das Leben entweicht... Das bekommt kein Holo hin. Plapper nur schön weiter. Mach dich zum tollen Ziel. Du meinst, dieser primitive Schrott kann mir etwas anhaben? Oh Mann, das wird lustig. Dank dir fühle ich all das, Mädchen. Irgendwie raus. Vielleicht, wenn ich den ganzen Prozessor runterhole. Mit der Konsole kann ich ihn weiter absenken. Er ist zu nah. Ich schaff's nicht. Soll das eine Waffe sein? Du hättest fliehen sollen, Mäuschen. So, jetzt kann ich die Kopplungen zerstören, die das Ding halten. Ich könnte dich mitnehmen. Das wird dir nicht helfen, Kleine. Ich muss auf die Kopplung schießen, die den Draht halten.
Der Draht hat die Verkopplung gehalten. Ich muss alle abschießen. Lass mich dein Blut schmecken. Wenn es abstürzt, wird's dich umbringen. Besser als dir den ganzen Spaß allein zu gönnen. Was sollte das? Dass ich töte, was du tot haben wolltest? Was denkst du dir bloß? Die Plattform ist eingestürzt und die Leiche mit ihr. Okay. Und seit wann kriegst du nicht mehr, was du willst? Phantome suchen. Schwimmen. Ich würde nicht nachlassen.